Immer mehr Menschen ziehen auf den Campingplatz. Unser Mobilheim steht. Hab noch keine Minute bereut, dass ich das gemacht habe. Das ist einfach zu erklären. Das ist meine Wenigkeit. Hier wird gearbeitet, geliebt, gefeiert, gestritten. Das hat Deko bei sich selber, Thomas. Und gewartet auf den Sommer. Ich bin richtig aufgeregt, da werde ich am Kribbeln. Wolfram Mielke reist in die Vergangenheit. Und Ehepaar Schmidt hat die Krise. Aber von hier wieder eine Wohnung. Wie? Dass auf einem Campingplatz im November nichts mehr los ist, ist ein Gerücht. Zumindest am Wiesensee im Westerwald. Bewohnerin Claudia Stein zum Beispiel pflanzt noch eine Hecke. Platzwart Thomas Schmidt kümmert sich um die Wasseranschlüsse. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Platzbetreiber Paul Verhoeven holt neue Mobilheime. Die Sommerzeit geht besser. Vor allem aber wird geplant für die nächste Saison. Und hier vorne unter die zwei Fenster kommen Hochbeete. Da hatte mein Mann ja eine ganz schlaue Idee, da wäre ich ja überhaupt nicht drauf gekommen. Würde mir jetzt den Weg hierher machen, dicht am Mobilheim entlang. Und jetzt steht mein Fenster offen, weil die gehen ja nach außen auf. Ja. Gut, ich würde ja bei dem nicht mehr. Und dann gehst du unbewusst, weil du guckst ja nicht nach oben. Und dann rennst du dir den Kopf am Fenster. Und da haben wir dann gesagt, wir fangen den Weg erst da an. Und das Stück, was hier frei ist, kommen dann hier und da kommen dann Hochbeete hin mit Kräutern. Und dann haben wir Isolierung, Schutz vom Fenster und einen kleinen Garten. Eventuell hier unten auch noch unter das Esszimmerfenster, weil das geht auch nach außen auf, dass wir da auch noch eins hinmachen, das wissen wir aber noch nicht. Also die Arbeit für die nächsten zwei Jahre steht. Auf geht's. Frau Mädel, bitte. Come on. Wie alt ist der Trecker? Das ist 62er Baujahr, glaube ich. Weiß es aber nicht genau. Hauptsache läuft. Yes! Eine übliche Mielke-Ordnung, die Hose nicht. Dann die. Für Wolfram Mielke wird es schon der zweite Winter auf dem Campingplatz. Doch wenn der 73-Jährige jetzt zusammen mit seiner Tochter einen Koffer packt, will er nicht vor der nahenden Kälte flüchten. Vielmehr wartet auf ihn ein Abenteuer in Hamburg. Mielke war lange Jahre Seemann und hat so die ganze Welt bereist. Oder die hier. Höhepunkt seiner Seefahrtskarriere waren die Fahrten mit dem Passagierdampfer Hanseatic nach New York und in die Karibik. Über 50 Jahre ist das jetzt her. Morgen wird er in Hamburg zum ersten Mal seine alten Seemannskameraden wieder treffen. Ich bin gespannt, ich bin richtig aufgeregt. Ich weiß nicht, wenn ich morgen früh im Zug sitze und nach Hamburg losfahre, werde ich nervös, da werde ich am Kribbeln. Echt? Was einen so auf einen, wer ist da und unerwartet, was ist da, ne? Naja. Ja. Haben wir alles. Wie lange ist das eigentlich her, dass Sie einen Koffer gepackt haben? Ich habe immer, wenn ich. Zur Reha, glaube ich. Zur Reha. Ja, Reha, richtig gepackt. Reha. Ja, ja, das ist schon Zeit her, ja. Genau, das ist schon ein paar Jahre her. Ja. So habe ich immer nur, wenn ich weg war, mit Handtuch mitgenommen und ein frisches Hemd, Unterwäsche, aber alles. Da bin ich eine Nacht auch weg war. Aber so hat das ist schon wieder. Ja. Und was sagen Sie, dass Ihr Vater jetzt nach Hamburg fährt? Also mich freut es sehr, weil man merkt, er ist total aufgeregt und ich finde es schön, dass er da halt nochmal hin kann, so in den alten Erinnerungen, dass er da hoffentlich auch Leute trifft, die er da von früher noch kennt und ja, doch, freut mich sehr. Kommt nochmal raus. Was haben Sie denn eigentlich gedacht, als Sie gehört haben, dass Ihr Vater auf dem Campingplatz zieht? Erst dachte ich, mein Papa hat öfter schon mal so verrückte Ideen, wo man dann schon mal vielleicht mit Vernunft hinterherreden muss, aber dann so beim Überlegen fand ich die Idee eigentlich doch klasse. Also
war was komplett Neues, ein neues Projekt. Und in dem Alter finde ich das sowieso sehr mutig, dass er sich das dazu getraut hat. Muss man ja auch sagen. Ist ja auch nicht, wo man sagt, ist ja alles fix und fertig, er zieht ein und kann da so wohnen. War ja schon viel, viel Arbeit. Ja. Und ja, doch, Respekt hat er echt sehr gut gemacht. Und mein Papa war nie so fit wie jetzt. Ich sage ja, der kommt, wenn er bei mir die Treppen hochkommt zur Wohnungstür, kommt er ja fast gelaufen, gejoggt und das wäre früher nie gegangen. Das ist, der hat sein Fitnesslevel des Lebens erreicht, glaube ich. Ja, vielleicht die Hilde so ein paar Jahre. Dadurch, dass du so viel selber machen musst. Tochter Yvonne hat gerade eine schwierige Krebsbehandlung erfolgreich überstanden. Sich nicht unterkriegen lassen, ist bei Familie Mielke offenbar die Überlebensstrategie. Im November wollen auf einem Campingplatz alle das Gleiche. Gas. Platzwart Thomas Schmidt wird dann zum Gasmann. Und alle freuen sich, wenn er kommt. Nebenbei wird vom Platzwart natürlich erwartet, dass er immer alles weiß. Jawohl, ja. Jawohl, ja. So, kannst du mir sagen, wo ich den Paul finde? Der ist im Baumarkt. Im Baumarkt. 60 Kilo wiegt eine solche Gasflasche. Und jedes Kilo kostet einen Euro. Diese Flasche ist für einen der ältesten und zugleich wohlhabendsten Bewohner auf dem Platz, der zu den besten Kunden für den Gasmann zählt. Das ist schon was genaues. Udo Tarei ist 80 Jahre alt und hat es gerne warm in seinem Mobilheim. Den Schlüssel für den Gaskasten drückt er dem Platzwart immer persönlich in die Hand. Wie oft muss man das machen, das Wechseln der Gasflaschen? Das kommt immer drauf an, wie warm man haben will. Es gibt Leute, die kommen da einen Monat mit aus. Und dann gibt es so Leute wie unseren Udo hier. Der kommt da anderthalb bis zwei Wochen mit aus, mit einer. Oh. Ist leer. Das ist dann aber teuer, ne? Aber da sind ja immer 30 Grad drin, wenn man da reinkommt. Und dann das Kochen noch, das Duschen noch. Das macht sich ja bemerkbar, ne? Ganz ungefährlich ist das Hantieren mit diesen großen Gasflaschen nicht. Thomas Schmidt geht auf Nummer sicher. Thomas, wozu macht man das? Das ist eine Dichtigkeitsüberprüfung. Wenn wir die Verschraubungen angebracht haben, dann gucken wir halt eben nach. Das ist so extra spezielles Blecksuchspray. Und dann überprüfen wir einfach, die Verschraubungen werden eingesprüht und dann kann man das sehen. Wenn das undicht ist, dann blubbert das. Und dann muss man daran was ändern? Dann muss man da was machen. Ja, kann man ja nicht, kann nicht ausströmen lassen, das Gas. Das geht ja nicht. Ist so gefährlich, ne? Warum? Ja, sicher, das ist hochentzündlich, klar. Ja. Sicher. Und das dann ausströmt hier und sich ausbreitet und da geht einer vorbei und braucht eine Zigarette oder wie auch immer, dann geht der Kollege kein Dach mehr. Ja. Deshalb sollte man das schon machen. Weiter geht's zum nächsten Gaskunden. Udo Tarei aber hat die Heizerei schon jetzt gründlich satt. Nochmal wesentlich machen. Ja. Was? Sie würden es nicht nochmal? Warum nicht? Dann ging ich nach Mallorca, holte eine Finca. Ja. Ja. Alles klar. Ja. Gut. Was mich da geritten hat, weiß ich nicht. Ja, wenn es fertig ist, sieht es gut aus. Ist okay. Ja. Aber das Wetter ist doch ätzend hier. Vor dem ätzenden Wetter im November flieht der frühere Werbegrafiker in sein luxuriöses Mobilheim. Rund 50.000 Euro hat er dafür bezahlt und es sich persönlich bei einem Händler in den Niederlanden ausgesucht. Ist schon gut. Stolz führt er durch sein neues Zuhause. Wie groß ist das jetzt nochmal? 50. 50 Quadratmeter. Ja, ist der Flur hier, können Sie auch gucken hier. Hier ist Gästezimmer. Ach, ein Gästezimmer haben Sie auch? Ja, zwei hier zum Schlafen. Da habe ich erstmal mein Zeug hingestellt, weil ich ja keine Keller habe oder so Boden. Ne? Hier, schönes Bad. Hier. Alles Dusche drin, Ecke. Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Und eine Waschmaschine? Ja, Waschmaschine auch, ja. Musste ja extra. Ja, ich hatte eine große, konnte ich nicht gebrauchen.
weil die nicht durch die Tür gehen. Ja, ja. Und da ist auch noch ein Schlafzimmer. Ja, ich habe so schön ein Schlafzimmer hier. Alles, alles, hier ist alles. Alles in Ordnung. Fernsehen überall. Ja. Ja, muss, ist okay. Das war auch drin alles, ne? Die Deko. Ja, ja, hier war alles drin. War alles drin. Unbegehbarer Kleiderschrank dahinter. Auch noch. Nee. Ja, 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 klar. Ja, ist schon in Ordnung hier. Das ist schon. Hier ist auch ein schönes kleines Bad hier. Alles schön zum Öffnen hier abends. Wunderbar hier. Oh, wie ist das? Wolkenbruch. Doch trotz allem Luxus, dem Image eines Campingplatzbewohners, kann auch Udo Tarei nicht entgehen. Ich war bei der Barber. Ich sage, meine Adresse hat sich geändert. Ich wohne nicht mehr in Erschbach. Ja, aber geben wir eine neue. Campingplatz 1. Bieten Sie. Bitte? Ja. Wollen Sie mich verarschen, sagt er. Ja. Wie wollen Sie mich verarschen? Stimmt, ja. Habe ich Handy geholt? Habe ich gezeigt? Gucken Sie mal. Oh, sowas gibt es auch? Sagt er. Netter junger Mann. Ja. Das gucke ich mir aber mal an. Ich weiß, wo der Hotel Lindner ist. Das, ja. Da stehen doch da oben welche. Das gucke ich mir am Wochenende aber mal an. Das wäre doch eine Alternative, sagt er. Ich zahle ja Halden von Miete für eine Wohnung. Ja, genau. So kam das. Aber wie ich sage, Campingplatz, um Gottes Willen. Ja. Sie denken an Zelt, habe ich gesagt. Nee, nein. Ja, ja, so ist das. Ja, ja, ja. Grau, nass, matschig. Ein November auf einem Campingplatz lässt keinen Zweifel an der Jahreszeit. Auch nicht für den Platzwart. Überall muss Thomas Schmidt jetzt die Mobilheime winterfest machen und deren Wasserleitungen mit Kabelheizungen ausrüsten, damit sie nicht einfrieren. Dass er dabei selber friert wie ein Schneider, spielt keine Rolle. So, ready. Steht da drin. Jetzt wird es aber fies. Ich gehe mal wieder da unten drunter. Dann bleibt man noch ein Stündchen da liegen, bis es wieder aufhört. Eigentlich will er ja immer gute Laune verbreiten. Aber am Ende des Tages wird das selbst für ihn jetzt etwas schwierig. I'm singing in the rain. Das geht nicht mehr. Das ist vorbei. Im Schuppen vor seinem Wohnwagen, gleich neben der Regentonne, schält sich Thomas Schmidt aus den klatschnassen Klamotten. Bloß keinen Dreck und keine Feuchtigkeit in den engen Wohnwagen hereintragen. Bis er die Sachen morgen früh wieder anzieht, werden sie wahrscheinlich nicht getrocknet sein. Warme Füßchen hoch. Ein kaltes Bier. Thomas Schmidt reicht's für heute. Gegen Kälte und Nässe auf einem Campingplatz schützt eben auch kein kerniger Spitzname. An den Jahreszeiten können wir leider nicht viel ändern. Na gut, aber das ist halt, ja, hast du ja in der Wohnung auch. Das ist halt hier noch ein bisschen blöder. Die Jahreszeiten, ja klar. Aber hier halt ein bisschen mehr. Hier ist halt. Sagen wir mal so, kalt war es auch in Heutzart und da war ja auch alles matsch. Aber hier ist halt extrem viel Matsch. Ja, ja gut. Und Dreck. Was dann halt eben ein bisschen stört, ist halt eben, dass du immer raus musst dann zur Toilette. Die hast du ja normalerweise drin. Das, wenn geduscht werden soll, muss. Müssen wir halt runterfahren. Ja. Jetzt ist hier oben das Waschhaus, wird diese Woche auch noch zugemacht. Oh. Und dann müssen wir jedes Mal bis ganz unten Ende vom Platz. Fahrt ihr dann auch mit dem Auto duschen? Ja, ja. Müssen wir ja. Ja. Ich habe keine Lust, da runter zu rennen. Nee, das ist mir dann auch zu kalt. Hab ich keine Lust. Aber das jetzt wieder rückgängig zu machen, von hier wieder eine Wohnung, wie
ist ja nichts mehr da. Muss alles komplett neu kaufen. Alles müsste neu haben. Alles. Ist ja nichts mehr da. Wir haben ja im Grunde genommen, es ist ja keine Küche mehr da, das ist kein Wohnzimmer mehr da, das ist kein Esszimmer mehr da, es sind keine Schlafzimmer mehr da, keine Schränke mehr da. Es ist nichts mehr da. Kein Teppich, keine Gardinen, nichts, null, nada. Was würde das denn ändern, wenn er jetzt wieder in der Wohnung, in deinem Haus wärt? Gar nichts. Doch, wir haben ein Klo in der Wohnung. Und vielleicht die Badewanne. Nee, gar nichts. Nee, nur so mal gesagt, wenn wir das jetzt wollten oder was. Das ist nicht so einfach. Wer hat mir wieder? Ja, wenn wir außerdem denke ich, das ist auch bestimmt jeder Vermieter begeistert, wenn das kommt vom Campingplatz. Da freuen die sich. Wollen die Schmidts etwa das Handtuch werfen? Campingplatz-Idylle ade? Wolfram Mielke startet zu seiner aufregenden Reise in die eigene Vergangenheit. Sein Ziel ist Hamburg. Wagen 23, Platz 85. Wagen 23, Platz 85. Vom Campingplatz in die große, weite Welt. Ich hoffe, dass alles gut geht, alles klar geht. Dass ich, wenn ich am Montagmorgen hier und dann wieder aussteige, sagen kann, das war ein schönes Erlebnis, war ein schönes Wochenende, war herrlich. Hat sich gelohnt. Niemals würde der 73-Jährige eine so beschwerliche Reise antreten, wenn es nicht darum ginge, nach 50 Jahren zum ersten Mal seine alten Seemannskameraden wiederzusehen. Im Zug beginnt für ihn gleich eine Odyssee. Wo ist sein reservierter Sitzplatz? Moment mal, wo ist denn der Zug 23? Wagen für Wagen sucht er nach dem richtigen Platz. Ich habe noch ein Stück Banane gegessen. Ja, wo stehen die nun? Ach, hier. 35. Müssen wir jetzt zurück? 85, gesagt er. Endlich. Der Zug ist sicher schon 30 Kilometer weit gefahren, findet Mielke seinen Sitzplatz. So. Beim Blick aus dem Fenster kommt er zur Ruhe. Seine Gedanken schweifen voraus nach Hamburg. Und von dort ein halbes Jahrhundert zurück auf sein Schiff, die schöne Hamburgerin, den deutschen Passagierdampfer Hanseatic. Dort fährt er jetzt hin. Wenn Thomas Schmidt Ärger hat, geht er nicht auf die Palme, sondern steigt sich selbst aufs Dach. Diesmal geht es um einen eskalierenden Nachbarschaftsstreit. Ein Bewohner des Campingplatzes überzieht ihn und seinen Chef mit Klagen. Angeblich hätten wir ihn beschimpft. Wir würden ihn unterbuttern hier, würden ihn bei anderen Campern schlecht machen und. Das sind so viele kleine Sachen, was überhaupt gar nicht wahr ist. Und so was kann man einfach nicht brauchen. Jeder kann seine Meinung äußern, jeder kann sich mit uns auseinandersetzen, wenn es Probleme gibt, Ärger gibt, auch kein Thema, aber nicht hintenrum über Gerichte und Polizei und Staatsanwaltschaft und irgendwas in die Luft werfen oder in die Luft setzen, was überhaupt nicht den Tatsachen der Wahrheit entspricht. Ja, das sind Sachen, die gehen einfach nicht. Da müssen wir halt eben durch jetzt, müssen dagegen angehen. Gleich muss er wieder zur Polizei, zu einer Anhörung. Die Rolle des Angeklagten passt ihm gar nicht. Ein Major Tom gehört doch zu den Guten, findet er. Er fühlt sich als Beschützer der Bewohner am Wiesensee und nicht als deren Bösewicht. Der Kläger möchte nicht vor die Kamera. Was genau ihn so verärgert, bleibt für uns im Dunkeln. Gute Laune zu behalten, fällt auch am anderen Ende des Platzes im Moment nicht gerade leicht. Siegfried Behrendt wohnt seit ein paar Monaten mit seiner Frau Inge auf dem Gelände. Vier Katzen und ein Hund sind auch mit von der Partie. Knapp 10.000 Euro haben sie hier für ein gebrauchtes Mobilheim ausgegeben. Doch richtig heimisch geworden sind sie noch immer nicht. Ihr neues Zuhause entpuppte sich schnell als Fehlkauf. Denn an allen Ecken und Kanten müssen sie nachbessern. Also wir bauen im Prinzip komplett um.
Während Sie hier wohnen? Ja. Die Küche kommt jetzt im Frühjahr neu. Das wird alles rausgerissen. Für uns nicht akzeptabel. Besonders unbefriedigend findet das Ehepaar die Schlafsituation in ihrem Mobilheim. Der 68-jährige Siegfried Behrendt zeigt die nötigen Umbauarbeiten, die jeden Abend gemacht werden müssen, bevor sie ins Bett gehen können. Ich mache das jetzt so, provisorisch, für euch. Ja, das ist super. Und das müssen Sie dann jeden Abend... Das haben wir den Ja, das, ist, das geht abends anders. Ja, ja, das ist ja klar. Abends geht das so, dass der Tisch wird darauf geschoben, der Stuhl kommt hier hin. Und dann habe ich im Prinzip auch schon meinen Platz gewonnen. Dann darf ich dir jetzt mal geben. Gehen schon selber. Runter. So. Jetzt das kommst du dran. Das haben wir runtergemacht für die Katzen. Das war ja erst auch nicht. Ach, aber für die Katzen runter? Runtergemacht. Die Katzen ist ja, die können unten sehr und oben auch noch zwei. Hier hast du deinen Eugen. Ja, das ist eine Puppe. Geht gar nicht, ne? Nee. Viele Sachen. Ja. Fertig. Ja, das ist ein bisschen umständlich. Deswegen machen wir das jetzt anders. Mit einem neuen Etagenbett wollen die Behrendts diesem Problem zu Leibe rücken. Doch dafür muss es erst einmal aufgebaut werden. Halt mir mal hier das Ding auf. Halt mir mal hier den Kanal auf. Da den. Nee, hoch. Du musst hoch. Ja, ich weiß. Aber ich muss ja auch mit dem Finger mal erst einmal. Ja, dann komm, ich habe auch mit dem Rohr nicht rein. Ja, wie soll ich das denn machen? Lass mal los. Warte mal, komm, noch mal. Okay. So, geht ja. Ich hatte verloren, jetzt kannst du loslassen. Jetzt kann ich den hier reinbringen. Der denn? Tu mir die Stange nicht ziehen. Nicht ziehen, diese Stange. So, jetzt ist gut. Hopsi hat mich gerade. Noch einmal. Hopsi, hör bitte auf. Schieb mal. Du schiebst schief. Ich schieb. Stopp! Und Sie haben gar kein schlechtes Gewissen, dass Sie Ihrer Frau jetzt alles noch so antun? Wieso tue ich ihr das an? Ach, Sie machen das an? Wenn ich denn dich tue, schreit er mich an. Wenn ich es tue, schreit er mich so auch an. Nach so vielen Jahren Ehe würde ich mich nicht wagen. Ja. Wie alt sind Sie, sagen Sie? 85. Boah. Und dann noch hier so viel Arbeit, ne? Ja. Ich habe immer gesagt, ich kann bis 100 arbeiten, habe ich immer gesagt. Aha, okay. Und dann beginnt die schöne Zeit. So, jetzt noch mal. Halber fest. Ja, ist gut. Nicht mehr, ist gut. Alles gut. Jetzt wird das aber was hier. Das ist ein No-Go. Major Tom ist zurück von der Polizei. Oh. Und stinksauer. 5.000 Euro soll er bezahlen. Ein Schiedsmann bemühte sich um eine gütliche Einigung. Doch davon will Major Tom nichts wissen. Um des lieben Friedenwillens, da geht nichts. Nein. Ja. Nee. Nee. Also, hör mal, definitiv nicht. Ja, ich sage, wenn ich jemanden gehauen habe oder habe den beleidigt, auf irgendeine Art und Weise, ja, dann mache ich mir doch Gedanken und sage, okay, komm, hier, ja, mit das vom Tisch ist. Aber wenn man sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, wenn man im Auftrag, ja, seine Sache erledigt, ohne dass irgendwas passiert ist, ohne Handgreiflichkeiten, ohne Beleidigung, ohne irgendwas, ja, dann gehe ich hin, ja, und sage, gut, des lieben Friedens willen bin ich bereit, 1.500 zu bezahlen. Wofür, bitteschön? Und was passiert mit meinem Namen hier auf dem Platz? Das stimmt. Oh, was passiert? Was passiert? Die lachen sich alle kaputt. Ja? Und dann spricht die Stadt hier rum. Dann rennt der hier rum und dann sagt er, hey, wisst ihr, was ich mit denen gemacht habe, was die mir all bezahlt haben? Ja, so, und dann gehe ich dahin, wenn einer mittags um 2 Uhr in der Saison am Rasen mähen ist und sagt, immer Rasenmäher aus, wegschieben. Da dreht er sich rum, grinst mir ins Gesicht und sagt, was willst du denn?
runter von meinem Grundstück. Ja, so, das ist vorbei. Weglaufen ist keine Option. Aber diese Anklagen machen Major Tom zu schaffen. Ein Leben auf dem Campingplatz hatte er sich ruhig und idyllisch vorgestellt. Nicht als Kampf um seinen guten Ruf. Wolfram Mielke ist in Hamburg angekommen. Sein erster Weg führt ihn zum Hafen. Und wie eine Lawine überrollen ihn sofort die Erinnerungen. Hinten war die Plane war weg, da bist du hinten rein auf den Wind gesprungen, hinten rein. Und da hat sie ihn festgehalten oder bis unten in die Kabine gegangen. So wie da jetzt hinten ist, wo die Kabine, hinten war offen. Wenn wir nachts gefahren sind, hier, die haben wir hier gelegen, da ist von St. Pauli runtergekommen, dann bist du dann drauf gesprungen, dann haben wir eine D-Mark bezahlt und haben sich drüben rüber ins Hafengebiet, wo die Schiffe lagen. Da haben wir hingefahren. Du warst ja irgendwo im Hafen, im Freihafen hast du gelegen, meist im Freihafen, da wurde die einzelne Spiers und die haben sich hingefahren. Es waren so Anladestellen, wo du da vom Bord wieder springen konntest. Ja. Meistens war das ziemlich nah am Hafen oder an dem Schiff oder was. Ne? Oder wenn du selbst, wenn ein Schiff Ausleger draußen hatte, die Gänge runter, da konnten wir selbst rangehen. Das war dann ganz gut. Gerade wie ich da hochkomme, ich komme viel mehr zu einer. Das ist, so waren die Kleinen, das ist auch ein älteres. Eigentlich ist Wolfram Mielke ja gelernter Metzger. Nach Hamburg trieb ihn in jungen Jahren sein Fernweh. Er wollte die Welt sehen. Als sogenannter Kochsmart, Schlachter, fand er hier erstaunlich schnell eine Anstellung und ging auf große Fahrt. Am Schluss mit dem deutschen Passagierdampfer Hanseatic. Dessen ehemalige Besatzung trifft sich heute im vornehmen Logenhaus. Ein ungewöhnliches Ambiente für einen Kochsmart. Wohin jetzt? Ist egal, oder wie? Platz suchen. Nein. Ist hier noch frei? Ja. Nee, wenn ich sitze, nicht mehr. Nee, klar. Bekannte Gesichter kann Mielke zunächst nicht entdecken. Der Veranstalter rettet ihn schließlich aus der Anonymität. Hallo, ihr lieben Freunde. Darf ich einmal um Ruhe bitten? Ich möchte jetzt einmal bitten, und zwar die Leute, sich kurz mal zu erheben, die auf der alten Hanseatic gefahren sind. Der alte Hanseatic. Keiner, der hier aufsteht, zählt weniger als 70 Lenze. Da waren wir 20 Jahre alt. Ja. Ich danke euch, ich bin überwältigt. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele waren damals. Damit ist das Eis gebrochen. Fotos gehen herum. Die alten Fahrensleute erkennen sich wieder. Erzählen, erinnern sich. Mielke mittendrin. Da bist du der dicke Schlachter. Ich sag genau, da bin ich gewesen. Die Welt ist klein. Die Welt ist klein. Der dicke Schlachter. Überleg dir mal, Zufall, ne? 54 Jahre her. Nee, die waren nur hinten, die waren im Heck. Die waren im Heck, die Touristenklasse war im Heck. Das ist der letzte Teil hier. Nee, das stimmt nicht. Da waren wir satt schon. Ja, ein Ding. Was mein Bevor ihn am nächsten Tag der Zug zurück in den Westerwald bringt, geht Wolfram Mielke noch einmal zum Hafen. Einen letzten Blick werfen auf sein altes Leben. War ein schönes Wochenende. Hat sich gelohnt. Hat sich erfüllt, Ihre Erwartung? Hat sich erfüllt, ja. Hat sich gelohnt. Das ist wirklich. War ein bisschen aufgeregt, klar. Das ist so lange her, wo man erstmal wieder hier war. Mal gucken, ist mit Leuten mal gut, okay. Man hat sich gut verstanden, direkt jede Menge Kontakte, Knüpfkarten und all Kram. Und möchten Sie jetzt lieber hier bleiben? Oder? Nee. Das ist mir zu viel Gewibbel. Das ist mir zu viel Hektik. Freuen Sie sich jetzt auf den Campingplatz? Ja, ich freue mich auf meinen Platz wieder zurück. Echt? Ehrlich. Ist ruhiger. Man kommt hierher, guckt die an, Erinnerung und alles Kram ist schön und gut, dass man es gesehen hat, was alles verändert hat. Aber wenn ich überlege, daheim kann ich ruhig, da ich ruhiger. Viel ruhiger.
Die Saison auf dem Campingplatz ist endgültig vorbei. Draußen lässt sich jetzt keiner mehr blicken. Und wo steckt der Platzwart? Ah. Aua. Der installiert mal wieder eine Kabelheizung für die Wasserleitung. Diesmal unter einem Mobilheim, das rundherum verkleidet ist, damit es von unten nicht so kalt wird. Scheiße Ding. Flutscht immer raus, so wird dort nichts mit Nachwuchs. Wie im wahren Leben hier. Schlechter könnten die Arbeitsbedingungen für Major Tom kaum sein. Scheiße, scheiße. Es ist eng, dunkel, matschig und kalt. Und der Ein- und Ausstieg liegt doch noch am anderen Ende des Mobilheims. Ach, das ist ja... Okay. Die hat mich wieder. Und, geklappt? Na klar. So. Klappe zu, der Affe lebt noch. Jetzt nur nichts unter Mobilheim verloren oder vergessen haben. Oh, ich hab grad gedacht, ich hätte meinen Schlüssel unten drunter verloren. Das ist schon öfter passiert, da lag auch schon mein Handy. Ja. Hat dann 2 Tage geklingelt, dann habe ich 3 Mobilheime gemacht, überall Begleitheizung gelegt, unten drunter. Und dann war eine Motzerei, warum gehst du nicht an dein Handy? So, dann habe ich erstmal gesucht, und unter welchem Mobilheim lag es? Unter dem letzten, wo ich gesucht habe. Am anderen Ende des Platzes, gleich an der Straße, ist auch etwas verloren gegangen. Nur weiß davon noch keiner. Was denn? Maris, du weißt schon, dass da ein Hase fehlt, der hüpft da drüben rum. Wo? Da. Wie ist die rausgekommen? Hä? Da drüben hüpft ein Hase von uns. Wo? Ja. Wo? Ja, da fehlt doch eine. Na klar, wie ist sie denn da rausgekommen? Das ist noch einer von uns. Da. Simone Becker ist ein Haustier abhanden gekommen. Ehemann Adolf und Sohn Marvin bleibt nichts anderes übrig, als zu versuchen, es wieder einzufangen. Ja, jetzt hast du es registriert, gell? Ruhe! Hör auf, dann hau die ab. Die muss in den Stall, das wird zu kalt. Oh. Allen ist klar, wenn es vollends dunkel wird, hat der schwarze Hase die ideale Tarnfarbe. Oh, siehst du, wie scheiße. Oh nein. Nee, die kommt wieder. Wo ist sie denn? Irgendwo. Mit dem Netz oder ohne? Geschafft. Wieder komplett. 3 Hasen, 2 Hunde und 1 Meerschweinchen, 2 Söhne und die Eltern gehören hier zum Haushalt. Und der soll, bitteschön, zusammenbleiben. Seit 3 Jahren leben die Beckers mit ihren Tieren hier, verteilt auf mittlerweile 3 Mobilheime plus Hasenstall. Und warum leben sie auf einem Campingplatz? Ich war Vorarbeiter gewesen, hab viel Verantwortung, hab schon 5 Uhr aus der Tür raus, kam abends 7:30 heim. Meine Frau hat dann als Bademeisterin wegen des Kirchen gearbeitet, also blieb die Arbeit an mir hängen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und es geht auch nicht mehr, vom körperlichen her. Dann habe gesagt, hier, entweder mit dem Verkauf oder was, dann haben wir uns zusammengesetzt mit den Kindern. Dann haben wir gesagt, hier, wir wollen uns vielleicht Mobilheime holen, wie sieht es aus, ihr müsst mitmachen. Dann haben die Kinder gesagt, sofort.
So, dann sind wir nach Holland gefahren, haben uns dann Dinge gekauft. Ja, aber uns geht es finanziell halt dadurch extrem gut. Also. Ja. Sonst super. Ist günstiger zu leben. Ja. Aber dazu muss man, das kann man nicht einfach so entscheiden wegen Geld oder sowas. Man muss sagen, man muss es auch lieben, sag ich mal, auf der einen Seite. Schluss für heute. Nach der überraschenden, immerhin erfolgreichen Hasenjagd kann es bei den Bäckers jetzt weitergehen im Feierabendprogramm. Dann beginnt auf dem Platz eine Zeit, die Freunde der gepflegten Dekoration als Herausforderung empfinden. So, die muss da oben hin, die hier noch hin und dann haben wir es. Yes. Auch für einen Weihnachtsmann bleibt diese Flasche schwer. 60 Kilo immerhin. So eine Sackkarre wäre da auch nicht schlecht, oder? Wie schiebt man denn eine Sackkarre da durch? Okay. Versinkt mit Sackkarre. Kein Zweck. Das ist ja Wahnsinn, Alter. Das miese Wetter und das mörderische Geschleppe nagen an der vorweihnachtlichen Stimmung. Und der Anblick der ausufernden Müllberge in der Abfallsammelstelle gibt Major Tom endgültig den Rest. Weihnachten so gut wie nie zuvor, ja. Ja. Wenn an mir ging, wenn ich wirklich was zu sagen hätte, dann würde Weihnachten, was haben wir denn noch? Valentinstag, Muttertag, Vatertag, alles was gibt, abgeschafft. Weg, weg damit, weg mit dem ganzen Unsinn. Weg mit dem ganzen Unsinn. Wenn ich meine, dass ich meiner Frau, oder dass es einen Grund gibt, meiner Frau einen Strauß Blumen zu schenken, dann lasse ich mir das nicht vorschreiben, nur weil im Kalender steht. Ich lasse mir nicht vorschreiben, dass ich ab 11.11. bis irgendwann im Februar lustig zu sein habe, wenn Karneval ist. Das ist alles vollkommener Quatsch in meinen Augen. Und alle Leute stürzen dann los und meinen, sie müssten, wir müssen kaufen, wir müssen, nichts muss man. Gar nichts. Hä? Riesenfamilienfest. Da muss ich dann alles treffen. Onkel, Tanten, Enkel, Omas, Opas, bla bla bla. Die Kinder interessiert das sowieso nicht mehr heutzutage. Hä? Die reißen auf, sind verschwunden. Hä? Und dann, jeder will den anderen übertrumpfen. Wenn der eine ein Handy schenkt, muss der andere einen Laptop schenken. Ja, das ist doch heute nur noch Kommerz. Das ist doch nichts anderes mehr. Hä? Ist nichts. Wenn man sich das ganze Jahr, wenn man keinen Kontakt hat oder wie auch immer, dann muss ich mich nicht an Weihnachten oder wie, muss ich mich dazu zwingen, da jetzt hinzufahren. Da fahre ich hin, weil ich das gerne möchte, aber nicht, weil ich muss. Ja, nee. Ja, und deshalb ist das für mich, ich brauche das nicht. Was macht ihr Weihnachten? Ah, Palmen schmücken. Und eins steht fest, da kommt nicht eine Lampe an irgendwas, kommt an irgendwas, nichts, gar nichts. Die Schmidts machen ernst. Auf ins Warme. Über Weihnachten soll's nach Spanien gehen, auf einen Campingplatz in der Nähe von Benidorm. Und hier geht's nicht nur um Urlaub. Hier geht es auch um Zukunft. Meine Eltern haben mir noch ein bisschen was dazugegeben, die haben mir was dazugegeben. Und dann habe ich mir diesen Wohnwagen mit Vorzelt und dann noch zwei, drei kleine Anbauten da, haben wir dann gekauft. Für Sonja Schmidt geht damit morgen ein Traum in Erfüllung.
Raus aus dem Westerwald. Schluss mit Matsch und Regen. Ein Leben unter südlicher Sonne. Doch die Aufbruchstimmung ist alles andere als ungetrübt. Ja, der muss das Wasser noch abstellen, der muss den Schacht wieder aufmachen, weil wenn wir nicht da sind, der muss den Eva ihren Schlauch austauschen, der muss das Gas aus und der sollte die ganze Woche nach dem Auto gucken, nach Luft, nach Wischwasser, nach allem Möglichen. Dann, was war da noch? Wir haben so eine Liste haben wir da liegen. Für jeden von uns. Meine ist abgearbeitet bis jetzt fast. Bis auf Packen. Ich habe meins soweit abgearbeitet. Ich habe auch die ganzen Sachen eingekauft, die wir mitnehmen müssen. Weil ich ja sonst keine kümmern. Naja, da muss der Hund muss noch fertig gemacht werden, die Hundekörbchen müssen gepackt, ich habe keine Ahnung. Weißt du hast eine Liste bekommen, haben wir gesagt. So, ich habe keine Liste bekommen, die Liste liegt da, das heißt nicht, dass ich die bekommen habe. Ich gucke da immer schön dran vorbei, ich habe die nicht gesehen. Werkzeug muss mit, das hat er auch noch nicht rausgesucht. Seit 4 Tagen liegt der Zettel da, Werkzeug raussuchen, was du mitnehmen willst. Mach das mal. Ja. Der Ausflug nach Spanien fühlt sich bis jetzt an wie der direkte Weg in eine Ehekrise. Gibt das hier noch? Hier heißt das immer im Dezember, ist der Monat, wo die meisten Beziehungen kaputt gehen, ne? Wie gestern im Radio noch gesagt. Ja, ist so. Vor Weihnachten. Die Leute sich da am meisten tanken. Durch den ganzen Stress. So. Horrido. Angereist wird mit dem Auto. Denn der neu erworbene Wohnwagen in Spanien soll ja noch eingerichtet werden. 21 Stunden Fahrzeit sind kalkuliert. Stress, Mama. Aufregung groß? Ja, sicher, klar, bis das jetzt alles gepackt ist. Vor allen Dingen, wir wollen ja heute im Laufe des Vormittags los. Jedes Familienmitglied, auch Tochter Eva, sucht jetzt nach einem Platz fürs eigene Gepäck im kleinen Auto. Das wird eng, ne? Ja, es ist sehr eng und es ist auch nicht gerade einfach. Aber wenn man stopft und noch mehr stopft, dann passt es. Was habt ihr denn alles dabei? Ja, also meine Mutter, Deko. Ja. Deko? Deko für Weihnachten. Nee, an sich Deko. Ja. Man kennt sie. Meine Klamotten, Sitzkissen und so was, Decken, ja. Kissen. Ja, und sonst noch Getränke, Geschenke. Ja. Und ja, und da müssen auch ihre Klamotten rein und dann haben wir es geschafft. Ja, super. Thomas Schmidt, alias Major Tom, möchte gerne am Auto den Ölstand kontrollieren. Aber wo ist der Messstab? Hier ist keiner. Und der ist nicht integriert in dem gelben, zufällig? Nee, ist doch kein Rasenmäher. Das hier ist einfach nur zum Auffüllen. Ja. Sonst nix. Major Tom kennt das Auto nicht. Für die große Reise hat er es sich ausgeliehen. Oh! Jahrelang war er in seinem früheren Leben Filialleiter von mehreren Autozubehörgeschäften. Doch ein solcher Ölmessstab ist ihm bisher noch nicht untergekommen. Ehefrau Sonja kämpft derweil an einer anderen Front. Darf ich die hinstellen, wo ich möchte, oder? Wir haben hier keinen Platz mehr, die müssen hier in den Kofferraum. Ja. Müssen wir jetzt gucken, dass wir das noch reinkriegen. Essen in den Süßofen. Ja. Alles wird gut? Oh, Gott sei Dank. Warte. Nix, alles gut. Alles bestens. Ich bin froh, dass Madame alles erledigt hat, alles drin ist. Lass mal endlich jetzt. Hier darfst du mitfahren. Mit das Boni angeschnallt. Ja, ein feiner Schatz. Mama. Oh, mein Baby darf mit. Ja. Viva España. Macht's gut. Ciao. Ob die Schmidts wohl noch einmal zurückkommen werden in den kalten Westerwald?